Schwiegermamschi, ich bin so froh. Der Mäcki kommt zuerst in ein paar Tagen, aber die Tuhuwabuhu ist bereits jetzt startklar. Ich kann ihm keinen Fehler sehen. Das beruhigt mich. Na, du verstehst nicht, das ist doch alles in Butter. Und ich schlafe nicht so viel Salz. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Das ist ein Bratfisch und kein Stockfisch. Slavko, nimm mal Salz, Rosamisch. Also, du guck dir das an, der ist doch wie der Stur heute. Na, Wicker, die Sonne scheint so schön und du siehst aus wie 30 Tage Regenwetter. Schwiegermamschi, wir Wiener haben heute ein düsteres Gemüt. Wenn es uns einen einmal gut geht, geht es uns eigentlich gar nicht gut. Weil wir wissen, dass es wieder schlechter werden könnte. Das ist ein Logo, ne? Vollkommen Logo. Weißt du, das ist ja auch die richtige Einstellung, um ein richtig schön unglückliches Leben führen zu können. Leute, ist hier zufällig jeder der deutschen Sprache mächtig? Ich hätte Lust auf einen duften Smalltalk in meinem Deutsch für Fortgeschrittene. Was sagen Sie? Am Musterpreis. Ein Albtraum. Wenn Sie in Ihrem Wortschatz noch einen Gruß finden, dann dürfen Sie sich zu uns setzen. Na, dober Daniel. Ich will Sie nicht lange angraben, gute Frau. Ich suche nur einen ausgeflippten Typ. Sie sehen. Jetzt brauche ich einen doppelten Espresso. Ich glaube, der sucht mich. Tovicenia, was sind Sie, der österreichische Aussteiger? Ja. Ich habe es noch nie so bereut wie in diesem Augenblick. Slavko, dupli Espresso. Heilig. Ich bin von der Muffe gepufft. Also Sie hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Ach so? Na, irgendwie cooler, ausgeflippter oder sowas. Wicker, der Mann, der scheint dich ja sehr zu mögen. Also keine Panik, das Image kriegen wir schon hin. An die Schreibmaschine wird ein Schmunzelmonster wie ich zur Bestie. Was, Sandra? Vergiss während des Redens nicht zu atmen. Sonst erstickst du noch. Nee, das mache ich hinterher. Du, also wenn du nicht anders kannst als meckern, da hätte ich auch alleine kommen können. Das haben wir sowieso angenommen, dass sie allein kommt. Darf ich mal? Nee, dazu bin ich zu umschwärmt. Wenn ich komme, geht die Sonne auf. Sie dürften wahnsinnig viel lesen, gell? Sie haben so ein originelles Scherzrepertoire. Das sind alles Sponti-Sprüche. Ich bin Stadtindianer. Ach so. Wissen Sie, ich habe einmal ein Wirtshaus gehabt, ein Gasthaus. Ich hatte mal eine Kneipe. Ach was? Natürlich, und da haben wir immer so Schmäh geführt. Und wer den blödesten Witz erzählt hat, der hat müssen eine Runde bezahlen. Sie mit Ihren Fähigkeiten hätten das Zeug der österreichischen Weinwirtschaft zu enormen Gewinnen verhelfen. Kneipe? Ich verstehe immer Kneipe. Ich denke, Sie sind Anwalt. Was für Anwalt? Ach so, Sie meinen den Zack. Den Dr. Zack, von dem hat Ihnen der Joe in München erzählt. Was? Joe in München? Nee, Joe kenne ich nicht. Ich dachte, ich könnte besser gucken als denken, aber hier liege ich auf der verkehrten Schiene. Ja, das ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Denn dass Sie ein Freund von Joe sind. Also bitte nun noch alles nochmal von vorne. Was tun Sie? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Also, ich bin Chefreporter Jensen vom Blitzkurier Berlin. Ich will ein Interview machen mit diesem Paragrafen Heini. Das ist eine große Story. Rechtsanwalt schmeißt den ganzen Kram hin und setzt sich zum Dolce Faniente in den Süden ab. Ja, das schlagen Sie mal aus dem Kopf, junger Mann. An so einer Geschichte ist Dr. Zack bestimmt nicht interessiert. Ja, lassen Sie mal Medesäure sein, gute Frau. Der Ole Heuer versteht sein Handwerk. Der hat schon ganz andere Nüsse geknackt. Also, wo ist der Knabe? Da werden Sie ein bisschen Pech haben. Weil der Knabe ist nämlich nicht da. Ja, wie? Was ist denn das? Ist er aus dem Aussteigen ausgestiegen oder was? Also, wenn es darum geht, einen Freund zu schützen, dann schweigt ein echter Havratil wie ein Grab. So ist es. Und ich schließe mich an. Och gut, Leute. Meines Vaters Sohnemann findet hier schon eine andere Plapperliese. Also dann, tschüss allerseits. Also dann. Wiedersehen. Wiedersehen. Papa? Hä? Meine, kein leichtes Los, die Arme. Sag mal, Junge,
Dufter Schlitten, wa? Mhm. Sag mal, du sprichst Deutsch? Ein wenig. Prima, kannst ein paar Piepen verdienen. Was? Die Nahe. Ich brauche deine Auskunft. Ich suche einen Freund, einen Rechtsanwalt. Ah, Sie meinen Dr. Zack? Ja, Zack, ja. Der ist noch in Lubenice. Was? Wie heißt der Kaff? Lubenice. Lubenice, klar, klar. Ich hab eine Straßenkarte. Kriegst du gleich die Penunsen. Danke. Danke, meine Junge. Tschüss. Aber der kommt doch ohnehin heute. Na, das ist mir gefallen. Die Sonne brennt von Himmel.